David Bergner, 44, wird der neue Cheftrainer des Chemnitzer FC. Der soll auf den 2 Stunden vor Trainingsbeginn am 2. Januar beurlaubten Horst Steffen, 48, folgen, nachdem Sportchef Steffen Ziffert, 53, aus über 30 Anfragen und Bewerbungen auswählen dürfte. Bergner erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich bei Klassenerhalt um eine weitere Serie verlängert. Am 27. Oktober 2017 war er mit Erfurt Liga-Gast beim CFC, verlor ein überlegen geführtes Spiel aber mit 0:1, Torschütze, Marc Endres /87. Minute. Die Bergner-Bilanz in der 3. Liga mit dem FC RWI, 4 Niederlagen, ein Unentschieden, außerdem gab es 1:2 im Achtelfinale beim FC CZ Jena. Das ist die Vita-Vereine von Bergner, als Spieler von der Oberliga bis in die 2. Liga für die Vereine Union Berlin, FC Sachsen Leipzig, Schweinfurt, Nürnberg und Halle unterwegs, als Trainer tätig im Nachwuchs für RB Leipzig und Dresden, als Scout für Erfurt, für Rot-Weiß war der Fußballlehrer auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Übrigens, Bergner und der amtierenden CFC-Geschäftsführer Lars Schauer, 40, haben eine gemeinsame Historie beim FC Sachsen in Leipzig. Chemnitz gönnt sich mit Bergner den 5. Cheftrainer in der 3. Liga seit des Aufstiegs in 2011. Auf Gerd Schädlich, 65-19-0 Spiele /1,642 Punkte pro Spiel, Carsten Heine, 62-91-1,351, Sven Köhler, 51-49-1,57, und Horst Steffen, 48-20-0,8, folgt also jetzt Bergner. Der erwarb seine Fußballlehrerlizenz im Lehrgang 2015-16 mit Julian Nagelsmann, 30-Hoffenheim, Alexander Nuri, 38-Vereinslos, zuvor Werder Bremen, und dem Ex-Aue-Trainer Domenico Tedesco, 32-Schalke, mit denen er seit der gemeinsamen Weiterbildung in einer WhatsApp-Gruppe verbunden ist. Chemnitz klemmt als Vorletzter im Keller der Tabelle fest. Zuletzt gab es inklusive Pokalpleite in Auerbach, 1:2, 7 Niederlagen in Serie. 37 Gegentore sind Liga-Höchstwert. Der Neue muss jetzt Zugang zu Herzen und Hirnen der Profis finden. Die spüren noch den Schock der Entlassung von Steffen als intensive Emotionen. Der Ex-Trainer hatte sich am Dienstag von jedem Profi mit einer Umarmung verabschiedet. Jetzt müssen sie gemeinsam mit Bergner Abstiegskampf können. Heute spielt der CFC das Hallenmasters in Zwickau, in einer Gruppe mit Auerbach und einer Perspektivauswahl Dynamo Dresdens. Bergner ist als Zuschauer dabei, am Sonntag bezieht er mit Chemnitz ein 8-tägiges Trainingslager im spanischen Salou.